Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LP hinten dran und wir fahren fort mit Let's Play, Snufkin und die Melodie des Mumintals. Und gut schön. Ah, der süße Duft des Wortschatzes. Wenn uns der Parkwächter jetzt so sehen würde, wir leisten ausgezeichnete Arbeit. Wird begeistert sein, wenn er von der Insel zurückkommt. Hier dürft ihr kein Feuer machen, es ist zu trocken. Entspann dich, wir haben alles unter Kontrolle. Oh. Das verstößt gegen die Vorschrift. Ja, was, kein Feuer im Wald, oder wie? Ja, toll, jetzt brennt hier alles. Wir müssen einige Formulare ausfüllen. Ja, ne? Erstmal hier Feuer entfachen und dann abhauen. Typisch. Nicht das Feuer. Ja, wie mache ich das denn? Es wird wärmer. Oh. Die Mora. Sie scheint von den Flammen angezogen zu werden. Und sie hilft dabei, das Feuer zu löschen. Aua. So, danke, liebe Mora. Guck mal, da ist noch eins. Oh, sie ist so kühl, dass sie die ganzen Flammen ausmachen kann. Ist ja richtig cool. Ja. Oh, die Musik ist gerade richtig schön deprimierend. Oh. So. Man merkt, dass dieses hier ein bisschen langsamer wird. Also auch die Instrumente, die spielen. Ich glaube, ein bisschen tiefer spielen. Ich habe keine Ahnung, wo Musik, aber es klingt auf jeden Fall sehr melancholisch und traurig. Was es ja auch ist, der Wald brennt. Die Flammen sind fast aus. Komm, liebe Mora, wir haben es gleich. So. Gerettet von der Mora. Kümmern wir uns jetzt um diese Polizisten. So, danke, liebe Mora. Was für eine großartige Arbeit wir hier geleistet haben. Das war alles eure Schuld. Etwaige Beschwerden müssen beim Parkwächter vorgebracht werden. Wo ist er? Wie wir schon dem anderen Kerl gesagt haben, der uns genervt hat, er ist auf der Insel der Hatifnatten und erledigt wichtige Dinge. Und jetzt raus aus diesem Park. Nein. Sieht schon ein bisschen bedrohlich aus, die Mora. Und diese Arbeit ist nicht gut genug bezahlt. Schöner Schrei. Ja. Oh, Schnupferich, du hast unser Zuhause gerettet. Bitte, nimm diese Flöte als Zeichen unserer Wertschätzung. Sie ist aus unserem Lieblingsbaum geschnitzt. Das ist alles, was von ihm übrig geblieben ist. Ich habe den Wald nicht gerettet. Das war die Mora. Oh, die liebe Mora. Unsere Heldin, unsere Retterin. Ich nehme die Flöte trotzdem gerne. Oh, die ganzen Tierchen sind weg. Dankeschön. Unsere Freunde. Oh.
Die Mocha nimmt's gelassen. Wir haben jetzt eine Flöte. Das archetypische Holzblasinstrument, dessen beruhigender Klang an Blätterrauschen und Vogelzwitschern erinnert. Endlich ein vielversprechender Hinweis auf den Verbleib von Mumien. Genau, jetzt nehme ich unseren Kumpel befreien. Unser Wald kann wieder wachsen, jetzt da die Polizisten weg sind. So. Jetzt muss aber dieser eklige Park hier weg. Weil wenn die Bullen weg sind, dann ist der Park wohl auch wahrscheinlich wieder weg. Aber was ich auch schön finde, ist, wie diese Lichteffekte in den Animationen gezeichnet werden, um die Sonne oder jetzt hier um den Mond herum. Oder man kann es auch sehen um Mumins Fenster rum. Erinnert ein kleines bisschen an Van Gogh. Und das ist so schön. Ach, ich liebe Kunst. Ich liebe es, wie man... Mumin hat sich also auf die Suche nach dem Parkwächter gemacht. Ich glaube, ich lasse Snufkin erstmal aussprechen. Reise zur Insel der Hatifnatten. Die vor uns liegende Reise mag zwar beängstigend sein. Geh zum Strand. Ja gut, dann gehen wir halt jetzt zum Strand. Ach, wie man mit so vielen verschiedenen Medien Kunst machen kann. Und einfach, man kann so viele Sachen sagen. Man kann seine Gefühle zum Ausdruck bringen, eine Geschichte erzählen. Man kann einfach Kunst machen um der Kunst willen, Musik machen um der Musik willen. Egal, ob man jetzt ein Gedicht schreibt, eine Novelle, eine Trilogie, ob man ein Videospiel macht. Ich finde es einfach schön, dass wirklich bei den Menschen dieses inhärente, ja, also diese Neigung dazu, Geschichten zu erzählen und Kunst zu machen oder Sachen zu machen. Ach, es ist einfach Mann. Mann, 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 Mann. Oh, I love it. So. Und eben, auf wie viele verschiedene Arten und Weisen man halt eine Geschichte erzählen kann, wenn man jetzt einfach den Mumin nimmt. Wir spielen jetzt, glaube ich, das erste Videospiel, das auf den Geschichten der Mumins basiert oder auf den Mumins. Dann gibt es natürlich die Originalwerke von Tove Jansson, die Bücher und die Comics von Mumin. Dann wurde auch mal ein Anime gemacht und das sind alles drei verschiedene Medien, mit denen man diese Geschichten erzählt. Es gab auch Theaterstücke und ich weiß nicht, einfach diese Vielfältigkeit von Kunst. Das macht einen einfach glücklich. Je länger man drüber nachdenkt, desto wunderschöner wird es. Desto... Ja. Ich weiß nicht, das... Ich bin da. Oh. Also mit der Flöte können wir uns nicht bewegen. Aber wir können die Richtung anzeigen. Hehe. Ich weiß, es ist... Ich finde es einfach faszinierend. Ich finde es wunderschön. Ah, und auch Kunst in verschiedenen Kulturen. Und ich weiß, ich bin Künstlerin. Ja, das bin ich auch. Ich bin Wissenschaftlerin. Ich bin ja Paläontologin. Ich sollte zur Insel der Hatifnatten. Aber... Oh. Vielleicht sollte ich am Strand rein im Boot suchen. Tut mir leid, Bienchen. Ich wollte da nicht... Na, was haben wir denn da? Erstmal weg mit den Regeln. Das sind die, das sind nochmal zwei Polizisten. Hey, du darfst hier nicht sein. Okay. Kurzer Kommentar. Ah, jetzt können wir uns den kleinen Weg dahin bauen. Um zum Strand zu gehen. Ah. Ich weiß nicht. Kunst macht mich einfach glücklich. Und ich finde, Kunst und Wissenschaft die gehören schon zueinander. Klar, Wissenschaft ist ja Fakten und so. Man will ja was erforschen. Aber ich finde, ohne ein wenig Kunstverständnis ist es schwierig. Denn ich habe zum Beispiel für meine Arbeit
habe ich die Fossilien zum Teil gezeichnet. Ich muss natürlich auch den Text verfassen. Und auch das Schreiben ist ja Kunst. Und es gibt Papers, die sind halt sehr trocken. Man sich einfach durchquält, um da was zu lesen. Und dann gibt es Papers, die einen wirklich auf eine Reise mitnehmen. Also Papers meine ich jetzt hier wissenschaftliche Publikationen. Zum Beispiel Nature oder was ist sonst noch so bekannt außer Nature? Ich glaube, Nature ist schon das bekannteste. Ich finde das Kunst, ach Wissenschaft, ach. Ich wünsche es mir nicht so kompliziert, Wissenschaftlerin zu sein. Mumienpapas Meisterwerk. Ein ganzes Leben voller tiefgründiger Ideen, Emotionen und Einsichten auf einem Blatt Papier verfasst. So. Schnupferich, bitte hilf mir. Der arme Cedric hat sich in der Höhle verirrt, als wir Schatzsuche waren. Und jetzt versperrt diese furchtbare Krabbe den Eingang. Bitte hilf mir, Cedric zu befreien. Ich werde dir helfen, deinen Freund zu finden. Er hat sicher solche Angst. Vielen Dank, Schnupferich. Oje. Rette Cedric. Hilf Schnüffel, seinen verlorenen Freund zu finden. Wir haben jetzt die Kraft der Flöte, mit der wir diese Krabbe sehr, sehr, sehr müde machen können. So. Dann gehen wir doch Cedric suchen. Ja, die ganzen Nebenaufgaben zu machen, ist auch schön. Und dann versuchen wir einen Weg auf die Insel zu finden. Die Insel der Hartiefnatten. Oh, hier kann man das auch nochmal sehen. Wie schön die Lichteffekte sind. Guckt mal. Auch der Schatten, der quasi mit dem Flackern der Flamme tanzt. Da soll man sagen, dass Videospiele nicht Kunst sind. Das erzählt eine Geschichte. Was haben wir denn da? Ah, Inspiration! Ach, es ist schön. Es ist wirklich schön. Das Flötenspiel ist auch sehr schön. So. Und ich mag es auch wirklich, wie hier eben diese Höhle gezeichnet wird mit den Linien an den Wänden, die so ein bisschen an die Schichten erinnern sollen. Man hat hier Stalagmiten und Stalaktiten. Bitte frag mich nicht, welcher von oben kommt. Ich weiß es nicht mehr. Oh, eine Spinne. Die wir prompt als Sprungbrett missbrauchen. Sehr schön, schön. Snufkin, sehr schön. Aber wenn sie schläft, dann meintet sie das wohl nicht so. Auch und die Charaktere, finde ich, sind auch so schön gezeichnet. Ich glaube, die sind wirklich im Stil von Tove Jansson gehalten. So, das scheint optionaler Natur zu sein. Ist eine Inspiration für uns. Schön. Danke, meine kleinen Spinnenfreunde. Und ich finde es auch schön, dass die Spinnen hier so süß gezeichnet werden. Die sind nicht so. Die sind zwar da und die haben ihr eigenes Spinnenleben, aber sie sind gut. So, dann suchen wir mal Cedric. Und auch, dass man so ein bisschen diese kleinen Staubpartikel im Licht sehen kann, jetzt in diesem Lichtstrahl. Es sind wirklich solche Details, die. Ja, dafür sorgen, dass man sich wirklich ein bisschen hineinversetzt in die ganze Sache fühlt. So. Jetzt ist die Frage, ist das der richtige Weg? Was schaut fast danach aus. Dann gucken wir mal, was dahinter liegt. Na komm, du willst doch sicher ein Nickerchen machen, Kräppchen. Das ist der richtige Weg. Ich weiß es nicht. Wir gehen doch erstmal hier lang. Scheint, dass wir der Krabbe folgen müssten. War doch optional hier. Ach, es ist so schön. Ich muss wirklich sagen, ich liebe Indie-Spiele.
So viele Indie-Spiele sind so schön, die werden von solchen kleinen Teams gemacht. Also man denke da nur an... Das erste, was mir jetzt einfällt, ist zum Beispiel Signal. Das wurde von 2 Leuten gemacht. Er kommt nicht mit, das ist optional. Oder Stardew Valley. Das wurde ja auch... Guckt mal, Delfine. I think. Sehen auch ein bisschen aus wie Delfine. Schön. Und eben die Sonne und das Meer und... Ach. Ah, und guckt mal, hier an der Wand, man sieht die Reflexion des Wassers. Es ist so... Wunderschön. So. Und ich habe... Ich weiß, ich klinge wahrscheinlich in jedem zweiten Let's Play, sage ich wahrscheinlich 3-mal den gleichen Satz oder den sehr ähnlichen Satz, einfach weil es so wunderhübsch ist. Aber das ist mir egal. Ich begeistere mich für so Sachen. Es ist schön. Es gefällt mir. Wir kommen da nicht mehr zurück. Und ich bleib dabei. Ah. Cedric, da bist du ja. Wo ist denn dein Freund? Ah. Oh, mein liebster Cedric, ich werde dich nie wieder allein lassen. Was? Willst du mir etwa sagen, dass Cedric ein Spielzeug ist? Ah. Oh, wie unhöflich, er ist viel mehr als nur ein Spielzeug. Na gut. Wie auch immer, wir müssen nach einem anderen Ausweg suchen. Ah. Ja, diese Höhle ist furchtbar schlupfrig. Hol mich hier raus. Eigentlich müsste ich, um schnupfrig richtig in Character zu sein, müsste ich mir eigentlich auch einen Zweig in den Mund stecken. Aber ich habe gerade keinen da. Falsches Instrument so. Oder wenigstens so ein Zahnstocher. Ich gehe mal nach dieser Episode gucken, ob ich sowas ähnliches irgendwo habe. Ich habe ja halt nur Stifte liegen und das ist halt... Ich will nicht an meinen Stiften rumkauen. So. Ein Schatz! Ein Schatz! Warte! Oh, er ist so wunderschön! Ich wüsste nicht, was daran so besonders sein sollte. Cedric! Du noch was, schnupferig! Tja, ne, so viel zu... Der wird Cedric nie wieder allein lassen. Ich glaube, ich muss ein bisschen mehr in die Mitte stellen, so. Na komm, Kräppchen, gib uns doch den lieben Cedric nochmal zurück. Cedric, bitte verzeih mir, dass ich dich habe runterfallen. Ich wollte sagen, dass wir uns verloren haben. Hm. Ah. Oh, Cedric, es ist so wundervoll, dass du mir vergeben hast. Na also, lass uns aus der Höhle verschwinden. Aber der Schatz. Willst du es riskieren, Cedric noch einmal zu verlieren? Ah. Nein, natürlich nicht. Schau mich nicht so an, Cedric. Großartig. Cedric jubelt sicher vor Freude. Ach, wie süß. Schon cute. Und dadurch haben wir eine kleine Sidequest abgeschlossen. Schön. Oh, beim Lagerfeuer des Bisams ein Häppchen zu dir nimmst. Ich werde auch langsam wieder hungrig. Ich könnte auch ein Häppchen vertragen. Aber erstmal werde ich noch ein bisschen weiter aufnehmen. Jetzt, wo ich die Zeit dafür habe. Was für eine Erleichterung. Das war knapp. Vielen Dank für deine Hilfe, Schnupferich. Ihr zwei bleibt jetzt zusammen. Warte, was sagst du da, Cedric? Schnupferich wirkt einsam?
Hier, Schlupferig, Cedric will, dass du diesen Begleiter mitnimmst. Ihm fehlt vielleicht so ein Cedric Charme und Impulsivität, aber er ist formvollendet und vertrauenswürdig. Oh, danke. Euch beiden. Neuer Gegenstand, Hemulstofftier. Ich sollte im Namen von Cedric dafür danken, dass du uns in der Höhle gerettet hast. Ein merkwürdiges Objekt, das sich jetzt in deinem Besitz empfindet. Ja. Verliere ich nicht nochmal irgendwo. So. Seegras, ein verstecktes Juwel des Ozeans, das mit seinem kräftigen, salzigen Geschmack und der glitschigen Textur die majestätische Kraft von irgendwas. Oh, aber Seaweed ist so lecker. Nori, das in Rahmen. Oh. Njami, njami. Als habe ich richtig Bock auf so ein schönes Seerahmen. Ein Meeresrahmen. Oh, letztens hatte ich einen Rahmen mit Muscheln auf, Kumbu-Basis. Meine Güte, war das lecker. Meine Herren. Boah, das war so gut. Oh, jetzt übermannt mich dann doch bald der Hunger. Auf jeden Fall sind wir auch schon bei 21 Minuten angelangt. Das heißt, das war's dann für heute. Nächstes Mal gucken wir uns hier am Strand um und hoffentlich finden wir ein Boot, damit wir Mumien finden können. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Ciao.